Hier wären Granaten gewesen. Ach so. Stimmt. Ich habe ja einen Granatwerfer. Ja, ganz wieder vergessen. Naja. Braucht man nicht. Auch diese Tür werde ich nicht öffnen können, weil ich nicht zu nicht stark genug bin. Ach, das ist doch scheiße. Na gut. Wir nehmen hier alles mit. Hey! Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Ne, Verstärkung gibt's keine. Oh, reicht jetzt langsam hier. Oh, Fotze. Da kommt noch... Wow! Was war denn das? So, nimm das! Oh. Oh, ist einfach tot umgefallen. Oh, gut. Oh. Schalldämpfer brauche ich nicht mehr. Die wissen eh, dass ich da bin. Hier ist noch Munition. Oben liegt noch einer. Was ist denn los? Der schießt! In Deckung, ein Eindringling! Ah, du bist Traitor. Na komm. Ich geh erstmal hier rein. Das Licht aus. Ja, nicht so nett, Freunde. Ja, ja. Alter, die machen hier alles kaputt. Oh, bist du auch tot? Nein, ich will nicht angezündet werden. Vollidiot. Ich hab halt deinen Kopf gekriegt. Ist auch gut.
Denkt auch, ihr könnt euch hier mit mir beefen. Fotzen. Gibt's kein Beef. Oh yeah, Schrotflinte. Headshot voll ins Knie. Wie liegt er eigentlich da? Voll geil. So, ab nach oben. Boah, da hatte ich jetzt aber Glück. Huh. Da wär's mir fast in den Kragen gegangen. Das möchte ich natürlich nicht. Kann ich hier rüber? Nee, soll ich auch nicht. Och nö. Ah, da drüben liegt was. Scheiße, es gibt gar kein Zurück mehr. Hm, fuck. Naja, muss ja früher oder später eh nochmal hin. Boah. Was für ein Mist bist du denn da wieder reingeraten? Ohne Witz, ey. Jetzt kann ich ja doch nochmal runter. Das mache ich jetzt doch nochmal schnell. Weil hier doch relativ viel rumliegt. Das will ich mir dann eher nicht nehmen lassen. Zack. Aufmachen, aufmachen, aufmachen. Zack. Was sollte gereicht haben. Hat gereicht. Dom, dom, dom. So, dann klettern wir da nochmal hoch. So, wunderbar, läuft. Hier liegen auch noch zwei Leichen rum. Und das liegt hier noch. Ha, ein Geocache. Hier könnte man auch noch runtergehen. Ja. Ich erinnere mich ganz düster. Ah, hier liegt was in der Ecke versteckt. Geprägt im Jahr Meiji 6, also 1873. Oh. Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Vielleicht die Glücksmünze eines Soldaten. Hm. Weiß ja nicht. Dass der Glücksmünze war? So viel Glück kann sie nicht gebracht haben. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber. Aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas,
das ihre Aufmerksamkeit erregt. Ja, was dafür spricht, dass Alex voll auf uns steht. Also auf Lara, nicht auf uns. Also auf uns vielleicht auch, aber... Naja, ihr wisst schon. So, jetzt boosten wir mal kurz den Damage. Wunderbar. Zack. Hui. Genau, halt dich fest. Ah. Nee, da nicht. Was ist das da hinten? Geil, ein riesiger Kreuzer. Und der ist leider nicht so detailliert. Weil er halt nur in der Entfernung ist. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben können. Aha, hier gibt's auch Sachen. Aha. Und los geht's. Ups, das hat hoffentlich niemand gehört. Aber ich tippe mal auf. Okay. Ihr zwei, bereitet die Fracht zum Transport vor, wenn ihr damit fertig seid. Ah, wir machen mal einen Schalldämpfer drauf. Zack, jetzt reicht's doch mal langsam hier mit dir. Alter! Also ich muss sagen, der Typ ist ja auch ein Koloss. Ah, der Steigklemmantrieb. Junge, Junge. Boah, irgendwas ist in meinem Auge. Ah, guck, was ich kann. Kaputt. Kann ich hier rein? Natürlich nicht. Wen hätte denn das gewundert? Bin wieder da. Hallo Schiff. Ja. Ha? Wessen Kabine ist das? Meine. Meine. Haha.